Über die Ehe wird momentan viel diskutiert. Wer darf mit wem und wenn, warum ja oder eben warum nicht. Die Ehe, das gegenseitige Versprechen, sich ein Leben lang in Freude und Leid, in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, sich zu lieben, zu achten, zu ehren und alles auszuschliessen, was dem widerspricht. Die Ehe, sie wird unterschiedlich verstanden, sie wird unterschiedlich definiert, aber auch unterschiedlich gelebt. Und das wahrscheinlich schon immer oder sicher schon lange. Am heutigen 25. September erinnern wir uns an einen Mann, einen Vater von 10 Kindern, an einen Heiligen. Wir denken an heilige Niklaus von Flüe, unser Landespatron, oder eben an Bruder Klaus, wie er sich später genannt hat. Der Niklaus von Flüe und Dorothee Weiss, sie leben vor rund 550 Jahren eine besondere Ehe. Im Alter von 50 Jahren entschließt sich der Niklaus, im Einverständnis mit seiner Frau und den ältesten Söhnen als Pilger loszuziehen. Er kommt aber nicht weit. Schon bald kehrt er um und lässt sich nur ein paar hundert Meter entfernt von seinem Familienhaus im Ramft nieder als Einsiedler. Ehe auf Distanz. Kann das funktionieren? Fragt man sich vielleicht. Diesen beiden ist gelungen, was uns heute oft nicht mehr gelingt. Als Gesellschaft nicht mehr gelingt. Sie haben miteinander geredet, sie haben miteinander diskutiert, sie haben miteinander gerungen und Lösungen gefunden. Heute am Gedenktag für unserem Landespatron, der über Konfessionen hinweg verehrt wird, da wünschte ich mir, der grosse Friedensstifter würde wieder eingreifen und die tiefen Gräben, die durch unser Land gehen, durch unsere Gesellschaft gehen, mögen sich wieder schliessen. Und darum ende ich mit einer einfachen und schlichten Bitte. Heiliger Bruder Klaus, bitte für uns.